Hallo liebe Liebenden, ich hoffe euch gefällt dieses Video. Lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Fangen wir gleich an. Für den ersten Lifehack benötigen wir zwei Partytomaten, ein Brett und ein scharfes Messer. Nun schneiden wir beide Tomaten einmal quer durch. Jetzt halten wir die beiden Hälften in Herzform aneinander, nehmen uns einen Zahnstocher und stechen ihn durch. Als nächstes nehmen wir uns eine Erdbeere und ein scharfes Messer. Dreht die Erdbeere mit dem Stiel nach unten und schneidet sie in einer Spirale nach oben. Nur noch einen Spieß reinstechen und schon haben wir eine coole Erdbeerblume. Mehrere Blumen in einem Glas sehen doch nett aus, oder? Als nächstes brauchen wir ein Würstchen. Schneidet beide Enden schräg ab, haltet sie aneinander. Jetzt noch einen Zahnstocher durchstechen und fertig. Na, wollen wir mal nicht so sein. Nun nehmen wir uns zwei Äpfel, einen grünen und einen roten. Danach stecht eine Herzform in einen Apfel. Schneidet mit einem scharfen Messer die vorgestochene Fläche sauber aus. Achtet darauf, dass das Herz nicht beschädigt wird, wir brauchen es später noch. Das gleiche machen wir jetzt nochmal mit dem zweiten Apfel. Jetzt tauschen wir einfach die Herzen und drücken sie an die Äpfel. Das ist doch wirklich ein Blickfang, oder? Jetzt nehmen wir uns zwei Scheiben Toast und ein rundes Glas. Stecht mit dem Glas jeweils einen Kreis aus einer Scheibe Toast. Nun brauchen wir wieder die Herzform und stechen aus einem Kreis ein Herz aus. Als nächstes schmieren wir das andere Toast mit Marmelade ein und legen die ausgestochene Scheibe drauf. Das ist doch mal richtig cool, oder? Jetzt brauchen wir eine Mandarine. Als erstes muss sie geschält werden. Na, wer kann das auch so schnell wie ich? Nun nehmt euch zwei Stücke heraus und schneidet sie schräg durch. Zahnstocher durch und fertig. Ich hoffe, ihr könnt euren Schatz glücklich machen. Schaut auch meine anderen Videos und abonniert mich, wenn sie euch gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Monkey TV. Ciao.